Würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Kochstream hier auf twitch.tv/miggytv. Ein Gast ist schon da, der gute Solution, Danny aka Sau aka Mast aka Masti Mast aka Konditorei Mast. Es ist wieder an der Zeit, er ist wieder da. Richtig. Er ist wieder da und er war nie weg. Und damit ist auch der nächste Gast da, den ich vorstellen darf. Elotrix aka Carsten aka... Kaputte Nase, Digga. Wir werden heute für euch einen Nudelauflauf machen. Nudelauflauf, der hat das in sich, der ist sehr lecker. Den könnt ihr easy nachkochen. Und ich auch. Und der reicht auch wirklich für uns alle. Ne? Der macht richtig gut satt. Doch, trust in Must. Okay. Und ich würde einfach mal sagen, ich werde euch ein paar Zutaten schon mal zeigen. Direkt auch mal den Gastgebern ein paar Aufgaben geben. Danny bringt die Küche zum Brennen und ich schneide mir den Finger. Ach, Digga, noch! Digga, ganz ruhig. Immer ganz schlimm, sowas mit Küche zu aussehen. Wir haben folgende Aufgabe: Paprika und Zwiebeln. Beides muss geschnitten werden und zwar in Würfelform. Ja, kriege ich hin. Also einmal. Beide Paprikas, beide Würfelform und auch die Zwiebel. Wir brauchen richtig schön Zwiebeln. Ne? Von der Zwiebel kommt der gesamte Geschmack, dass richtig gut wird. Die Zwiebel muss mit Liebe geschnitten werden. Wir brauchen da jemanden, der auch, sag ich mal, so ein bisschen so eine gewisse Mastigkeit versteht. Ich würde mich um die Zwiebel kümmern, Carsten. Danke. Miki hatte mir vorgeschlagen, dass wir beide uns anfassen. Und das machen wir sowieso heute Abend im Bett. Wichtig! Und richtig. Dass wir heute Abend erstmal durch Deutschland eine Tour de Mast machen. Also die Mastsäue touren durch Deutschland und testen die besten oder auch vielleicht geheimsten Restaurants, so, die halt richtig gut sein könnten. Geheimtipps immer auch mal, die man mal lecker muss. Wird dann so wahrscheinlich eher auf YouTube stattfinden, so? Ja. Oder willst du auch da ein bisschen streamen? Man könnte auch streamen, aber eher hauptsächlich so als YouTube-Video. Mhm. Glaube ich, dass man sich das sehr gut geben könnte. Könnte man machen. Finde ich geil, die Idee. Miki und ich sind mastig, so wie essen gerne. Feinschmecker klingt sehr gut, ja. Dass wir auch von euch da vielleicht ein bisschen ein paar Ideen sneaken. So, wo man halt. Zuschauer müssen ihre Geheimtipps schreiben. Genau, von ihrer Stadt. Genau, eure Geheimtipps. Ich würde das immer so machen, zum Beispiel als kleiner Tipp. Wir sagen zum Beispiel. Aber mit Fahrrad durch Deutschland. Mit Longboard. Wir machen zum Beispiel, sagen wir, okay, wir wollen nach München. Okay? Ja. Dann mache ich zum Beispiel einfach eine Fragerunde auf Tour de Mast München. Und dann schicken die Zuschauer einfach Tipps für das geilste Essen aus München. Und da gehen wir dann hin. Das ist ein wilder Abend. Und dann fahren wir da 2-3 Spots ab. Krieg ich ja schon Hunger. Oder 3-4, je nachdem, wie der Hunger ist. Sehr mastig. Und dann entstehen einfach YouTube-Videos daraus. Hab ich bei Frank Rosin gesehen. Oh, die bricht auch. Kannst du hier auch hier aufpacken. Frank Rosin. Ist das Messer jetzt besser? Die Fähigkeiten sehe ich da. Ich weiß noch, bei seinem Kochstream, wo da stand, so irgendwie so die Gurken in einem Halbmond schneiden. Du hast übelst die Streifen gemacht, Digga. Aber ich glaube, ich hätte es auch nicht gepeilt mit dem Halbmond. Oh, also logischerweise, wenn du die Gurke einmal in der Mitte durchmachst, hast du ja schon einen Halbmond. Oh. Verstehst du? Ja. Und dann nur noch bup, 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 bup. Und er hat halt voll die Würfelstreifen draus gemacht. Ich brauche richtige Würfel, Danny, ne? Und ich brauche da auch die Paprikastücke, brauche ich auch kleiner. Noch kleiner? Natürlich noch kleiner. Was machst du mir hier eigentlich? Was machst du? Ich bin gerade so ein bisschen wie der Captain. Die Subs erden. Ich muss auch gucken, in welche Richtung fährt das Schiff. Ja? Nee. Fährt das geradeaus? Und im Moment gerade ist so ein bisschen Rückwärtsgang. Auf den Berg zu. Ja, genau. Kannst du gut kochen? Ich würde sagen, dass ich gut kochen kann, weil ich es immer mit Leidenschaft und immer mit Liebe und mit Herz tue, weil ich einfach auch gerne esse. Deswegen gebe ich mir immer sehr Mühe. Aber am Ende des Tages gebt ihr dann einfach euer Feedback ab, wie der Nudelauflauf geworden ist. Also Mühe gebe ich mir auch, das darfst du nicht in Frage stellen, bitte. Ja. Carsten auch, wir geben uns Mühe hier, aber ja, Würfel ist ein schwieriges Thema. Ist ein schwieriges Thema. Sah immer einfacher aus im Fernsehen. Ja, die sind ja Profis, Bruder, die kennen da auch so Tricks. Ja, Tricks-Mix. Ich habe die auch gesehen, ich wollte die anwenden, aber Carsten erfordert. Ich habe von Carsten noch nie ein Kostüm gesehen, noch nie ein Kopf gesehen. Ja, das ist wohl lieb. Wir müssen nur ein bisschen, also wenn wir heute noch essen wollen, dann musst du dich an die zweite Paprika auch noch rantrauen. Muss ich aber. Finde ich sehr gut, wie du das auf nett rüberbringst, dass ich Tempo machen soll. Muss ich aber auch sagen, gute Würfel von Carsten. Wirklich jetzt? Ja, doch, oder? Ja, ich habe keine Technik, das muss auch besser gehen. Eigentlich. So, Miki, was hältst du davon? Da wird ein Schuh draus jetzt. Das würde ich auch sagen, kann man so absegnen. Da wird ein Schuh draus jetzt.
auch mal Carsten, weißt du, jetzt ein bisschen anfassen, Paprika helfen, die zweite und rein. Carsten muss sein Messer erst auf plus 4 schmieden. Ja. Und ja, also der Nudelauflauf, wir haben Paprika, wir haben Zwiebeln, wir haben Mais, wir haben selbstverständlich Nudeln und wir haben, da könnt ihr verschiedene Sachen nehmen. Ich nehme zum Beispiel heute nämlich Rinderhack. Du kannst zum Beispiel auch, was ich auch schon dazu gemacht habe, veganes Hack von der Rügenwalder Mühle eignet sich dazu auch gut, falls ihr ein vegetarisches Gericht haben wollt. Dann kommt dazu ganz wichtig, Sahne kommt ein bisschen dazu, Mozzarella. Wir haben einen Streukäse, wir haben Creme Fraiche und passionierte Tomaten drin. Machen wir heute durch drei den Stream oder was? Da wird nur gelacht! Scheiße. Daddy, Hoffnung kann man ja mal haben. Daddy, ich muss dich da leider enttäuschen. Das geht tatsächlich heute alles in meine Tasche. Das ist gottlos. Hier haben wir jetzt einfach gerade reingeschnitten Paprika und Zwiebeln und den ganzen Kram, Chat, den werden wir, da werden wir jetzt ein bisschen Bratfett reinhauen und den ganzen Spaß auch schon erhitzen. Auch mittlere Temperatur muss nicht zu hoch sein, eine solide 7. Oh, damit ordentlich. Oh, ist da nicht viel? Nein, alles gut. Rinderhack habe ich jetzt, was das angeht, eingeplant 400 Gramm. Das sind einfach 400 Gramm Rinderhack. Die feuern wir auch einfach rein. Nahrungsmittel. Wieso? Zu wenig. Kann ich nicht einschätzen. Und 400 Gramm machen wir rein und ja, verteilen wir einfach direkt. Also könnt ihr einfach direkt das ganze Rinderhack reinfeuern. Ja, ich weiß, dass es anbrennt. Ein bisschen, habe ich Angst. Ha? Rührst du mal um zwischen euch? Nee, ne? Doch, klar. Habe ich doch die ganze Zeit gemacht. Okay, gut. Ganz entspannt. Okay. Ah, okay. Guck mal, so müssen auch die Zwiebeln sein, verstehst du? Ich muss trusten. Du musst trusten. Du musst ein bisschen trusten. Weil das brutzelt gleich sowieso alles schön zusammen, wenn die Tomaten reinkommen. Riecht schon gut, ja. Ja, die Zwiebeln sind halt einfach das, was so diesen Geschmack gibt, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, Zwiebeln so wichtig. Und dann jetzt einmal 2 große Löffel Tomatenmark, die dazugehören. Die könnt ihr einfach reinfeuern. Miki redet so routiniert, ne? So als würde er halt nichts anderes machen den ganzen Tag. Puff-Peng hast du nicht gesehen? Rein damit. Miki. Koch-TV. Ja. Bisschen Tomatenmark rein. Was ist mit dem Hack? Wie passiert das? Wie sieht das aus? Kriegt das ein bisschen Farbe? Lebt das ein bisschen? Das muss auch leben. Also das Hack mit Zwiebeln, mit Paprika. Ihr könnt jetzt schon würzen. Ich bin immer ein Fan. Ich würze immer gleich, wenn die ganzen Tomaten reinkommen. Ich mache das immer später. Aber jetzt ist erstmal so ein bisschen an der Zeitpunkt, dass das Hack sich hier ein bisschen mit der Zwiebel, mit Paprika vermischt. Und ihr riecht das auch schon. Das ist das Geile an diesem Nudelauflauf. Die Nudeln kommen in dieser Schale komplett roh rein. Das bedeutet, wir müssen mit den Nudeln vorher nichts machen. Auch wieder ein Grund, warum der Nudelauflauf einfach easy ist. Das bedeutet, wir haben hier einmal Step 1 mit dem Hack, mit den ganzen Tomaten, mit dem Kram. Dann tun wir die ganzen Nudeln, das können wir jetzt schon machen. Dann tun wir die ganzen Nudeln hier rein. Und dann tun wir einfach alles rüber. Da machen wir den Käse drüber. 30 Minuten im Ofen und das Ding ist fertig. So. Carsten ist aber eine rohe Nudel, Digga. Perfekt. Karriere am Boden, Digga. Ich muss auch schon mal probieren für die schlechte Zeit. Jetzt können wir hier auch direkt schon einmal die passierten Tomaten reinhauen. Oh, der Hellbau. Boah. Alles? Okay. Ja. Kannst du alles reinfeuern? Das sieht schon geil aus, ich hab schon Hunger, ja. Und dann haben wir einmal, normalerweise sind es genau 400 Milliliter Wasser, aber du kannst hier einfach so ein Glas nehmen. Schmeckt echt, Digga. Aber auch wenn es nicht schmeckt, würde ich es nie zugeben, weil ich hier Gast bin, Digga. Einfach so ein Glas Wasser. Wird sogar Sand fressen, warm gemacht. Mit reinfeuern und schön einmal durchrühren. Ich schon, der würde sagen, ich bin scheiße, Digga, mal nach Hause. Und dann seht ihr das schon, dass das hier... Oh, das sieht geil aus. Wie haben wir jetzt rohe Nudeln essen im Glas? Hör auf, Digga. Carsten, schifft mich an. Das reicht ja Wasser gut. Wir machen noch einmal Wasser. Aha. Ein Luxus, wo ich immer drüber nachgedacht habe, ob man sich irgendwann einen Koch holt, der jeden Tag für dich zweimal gesund und lecker kocht. Also wenn ich so wohlhabend, safe. Ich bin doch nicht wohlhabend. Ich bin nicht wohlhabend. Ich bin nicht wohlhabend. Ach, Chat, glaub dem kein Wort. Also ich würde mir safe einen Koch holen und regelmäßige Massagen nach Hause kommen lassen. Safe. Aber, habe ich schon ein bisschen ausprobiert. In Regensburg. Auch andere Massagen, Kappa? Ich auch? Nein.
Die besten Massagen kriegst du nicht, wenn die zu dir kommen müssen, mit dieser Kröchterliege, wie in den billigen. Sag ich jetzt nicht, weiß ja nicht, was du im Video haben willst. So, dann haben wir, was jetzt dazu kommt zu den Tomaten, haben wir jetzt einmal Sahne. Ne? Wir nehmen einfach 200, also auf dem Rezept sind es ganz genau. Ich werde euch das auch in die Videobeschreibung packen, wie viel von den Zutaten nochmal genau. Wir haben hier jetzt bei dem Gericht 250 Gramm Sahne, die wir dazu feuern. Oh, wichtig. Dann haben wir jetzt einmal Salz, Pfeffer und wir können halt ein paar Gewürze so rein. So würde meine Küche nicht aussehen. Und wir brauchen einmal italienische Kräuter. Jetzt schon mal oben gleich vorheizen? Ja, ist ein sehr guter Call. Ich kenne mich mit so einem teuren Ofen nicht aus. Weiß nicht. Er ist so ein Labersack, Digga. Es ist ja wirklich unerträglich. Ja, ich weiß echt nicht. So einfach Pi mal Daumen oder was? Ja. Einfach oben die Ofen. Einfach ein gutes Bauchgefühl haben. Gleich brennt die Küche. Jetzt erst der Mais. Jetzt ist das Wichtige. Ihr nehmt jetzt erst den Mais und rührt ihn quasi unter. Also so ein bisschen da unterpacken. Mehr Salz? Einfach Danny. Wir brauchen mehr Salz. Ja, meine Faust rein, Digga. Gebrochenes Salz. Jetzt kocht das ein bisschen auf. Ja, das ist richtig gut. Ja, passt. Must trust. Oha, tatsächlich. Oh, das sieht so geil aus. Wir haben einfach nicht beliebt. Wie? Weil ihr nicht beliebt habt. Wie die Faust aufs Auge passt das. Weil ihr müsst Vertrauen haben. Es riecht schon so lecker, ne? Es riecht schon so lecker. Natürlich. Ja. Geil. Natürlich, ihr habt jetzt hier noch so ein bisschen den ganzen Hack, die ganzen Zwiebeln, den ganzen Mais, den ihr so ein bisschen, ihr müsst das so ein bisschen verteilen. Ihr müsst verstehen, dass ihr Vertrauen habt. Im Topf sieht das natürlich viel aus, aber am Ende des Tages brauchen die Nudeln, die brauchen das Wasser, die brauchen die Flüssigkeit. Versteht ihr das? So, und jetzt geht es darum, Chat, jetzt geht es um die Kunst. Jetzt geht es darum zu zaubern. Das, was oben raufkommt, ist immer das, was am besten schmeckt. Und das, was oben raufkommt, ist der Käse. Und wir machen nicht einfach so Käse rauf. Nein, es gibt verschiedene Kombis, sag ich mal. Es gibt beispielsweise die eine Kombi, die besteht aus, wir nehmen Creme Fraiche, ja, packen den Creme Fraiche rauf, dann den Streukäse oder es geht auch mit den Mozzarella-Scheiben, dass ihr quasi Mozzarella-Scheiben draufpackt. Und dann nehmt ihr den Frischkäse. Aber ihr könnt es natürlich auch, wir wären ja nicht zu Gast bei Mast, wenn wir alles drei nehmen. Wir können ja den Käse ab. Ja? Wir nehmen Creme Fraiche, wir nehmen Mozzarella und wir nehmen den Streukäse. Ja. Und ja, sympathisch. Also, ich hoffe, meine Fitnesstrainerin schaut nicht zu, Alter. Meine auch nicht. Werde ich gelüncht. So. Und der Creme Fraiche. Habe ich auch gelernt, in Löffel, nur so kleine Kleckse raus. Genau, Kleckse. Sehr smart. Nicht einfach verstreichen. Das ist smart. Willkürlich, sondern, merkt euch das, wir nehmen den Creme Fraiche, okay, und tupfen den drauf, je nach Portion. Wenn wir sagen, okay, wir nehmen hier zum Beispiel 8 Portionen, die werden hieraus entstehen, dann machst du auch einfach 8 Kleckse. Also hier zum Beispiel 2. Was sonst, das zu verreiben, so ist richtig auf Krampf. Aber einmal einen Klecks machen, der gut zentriert ist, das ist schon der way to go. So, zack. Zack. Oh. Direkt daneben. Gleich die Bombe. Und noch ein bisschen. Du musst sie auch placen. Ja, du musst so wie wir placen. Beim Cup. In den Earnings. Richtig. Da placen wir auch. Und woran liegt das, dass wir placen, Danny? An unserer Ernährung. Richtig. Ich wollte sagen, am Mindset liegt das. Aber natürlich auch in der Ernährung. Das ist dann die Symbiose aus den beiden Sachen? Richtig. Du machst es echt super, Miki. Muss ich aber auch sagen, da gehen Props raus. Auch mit sehr, sehr viel Passion dabei, der Mann. Hast du schon öfter benutzt? Ja. Der fühlt das. Mast. Und das letzte Stückchen überlasse ich euch. Da kommt jetzt der Streukäse drauf. Und ganz wichtig, Chat, ich möchte nicht sehen, wenn ihr einen Nudelauflauf macht, ja, okay? Dann möchte ich nicht, dass ihr irgendwie die halbe Packung Streukäse nimmt oder sonst was, sondern mindestens eine Packung Streukäse, wenn nicht zwei Packungen Streukäse, die hier drauf verteilt werden. Unterschreibe ich nicht so. Ich bin eher so bei der halben Packung sonst immer. Ich nutze immer eine halbe, so aus Sparflammenbasis. Aber jetzt ausnahmsweise sehe ich uns auch mal zwei Tüten. Pro Portion, Real Talk, 1500 Kalorien. Ja, manchmal. Mitternachtssnack für mich. Ja, für mich safe, ja. Den ganzen Aal einmal jetzt in den Ofen. Genau bei 180 Grad für 30 Minuten. Dafür wird auch genau ein Timer gestellt. Nicht 25 Minuten, nicht 35, 30. Wir haben genau 30 Minuten und danach werdet ihr sehen, wird das Ding richtig gut aussehen. Ganz illegal. Das ist wirklich schon bodenlos. Clap in den Chat. Lecker, 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 lecker. Moin. Stark. Das ist stark. Das sieht sehr geil aus. Ja. Sehr gut. Wenn es jetzt noch so gut schmeckt, wie es aussieht, dann ist es vorbei. Bodenlos, mein Käse. Oh. Gebrochen. Das meinte er natürlich.
Ich glaube, Michi, da nimmst du an, von beiden ja, Seiten was so von und beiden Seiten zusammendrücken. Das ist eine, also eine Gabel für mich so. Geil. Das ist einfach nur eine Käsegabel. Ja, aber sieht geil aus. Ich schaufel dir das noch rauf, Vater. Mhm. Sehr lecker. Ist echt sehr gut, ja. Sehr lecker. Ganz dickes Bussi an den Koch. Bis jetzt hat Konditorei Mast immer abgeliefert. Immer. Ich war doch noch, dass Danny sagt, er will noch eine zweite Portion, dann nehme ich auch eine. Also ich bin echt schon angehungert. Also sowas gibt es nicht. Aber jetzt schon echt kritisch. Das ist schon das ist wirklich eine große Portion. Das ist wirklich bodenlos. Deswegen sehe ich so aus, Chat. Ich werde hier gemästet von der Mastsau. Bruder, hör auf. Oh. Was, du musst... Nein, ja, Digga, komm, recht. Ich danke. Ganz klein noch, ganz klein, bitte. Noch den kleinen, so. Ein süßer. So. Bodenlos. Aber danke schön, Gruß. Guck den Käse an. Guck dir das Stück an. Chat, guck dir das mal an. Du auch noch, Micky. Ja, ich muss auf meine Linie achten. Du musst auch noch mal rein da. Du musst auch noch mal rein da. Rein. Du musst rein. Er muss mit rein. Ja, yeah, eine ordentliche Kelle da. Wichtig. Und du bist jetzt eigentlich das Beste, finde ich so. Aus der Konditorei Mast. Ja? Ja, mit, ja, eigentlich schon, ja. Okay. Das ist wirklich gestört gut. Schau dir mal diesen ehrenlosen Löffel an. Mhm. Ja. Oh, oh. Trink was, trink was. Oh, oh, oh. Ja. Trink. Der Bruch. Ja, für den gottlosen Löffel musst du bezahlen. Ja. Mhm. Ja. Der gottlose Löffel fordert sein Tribut. Mhm. Wie alles im Leben. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Sehr gut gemacht. Kann man nur sagen, stark. This is over. This is over. This is over. Aber alle Teller wie leer gefickt. Sehr gut. Ah, so wie dein Konto. Cool. Dafür gibt's nachher noch Ärger, Digga. Chat, eben so, ne? Privat noch draußen. Also vorm Stream, ich sag den Jungs das so, bei mir läuft gerade finanziell gar nicht gut und so. Natürlich! Ich hab mich quasi ausgeheult. Das stimmt doch nicht. Weil es gerade so schlecht läuft. Jetzt kommt so ein Spruch hier von einem Freund, dachte ich. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schon bodenlos. Also wirklich, ich bin gerade menschlich enttäuscht und verletzt. Alles Spaß, Chat, alles gut. Es war eben eine Lüge, ne? Also gut. Ich kenne die Sprüche ja. Und ich gebe mir sie auch selber. Das ist halt so, wenn ich halt nicht so eine Community habe, die mir halt viele Subs giftet, ist dann auch einfach mau bei mir. Ja, also da fühlt sich meine Schäfe nicht so wohl, was soll ich denn sagen? Bei 1000 Viewern, 4000 Subs ist halt auch einfach eine Frechheit. Ja. Da würde ich gar nicht mehr anmachen für. Dankeschön. Da sind wir uns aber einig. 4500 Subscriber, dass du noch morgen streamen wirst. Das ist ja wirklich. Respekt dafür. Danke. Ich wäre schon durchgezogen. Respekt. Dankeschön. Wäre ich wieder die 4 Jahre Pause reingeknallt. Ja, wichtig. Eigentlich bin ich aktuell sehr blessed. Das ist der Blessed Express. Ja, stimmt. Natürlich alles Spaß hier, Chat. Ne? Uns geht's gut. Uns geht's allen gut. Ja. Klar geht's den beiden Jungs besser als mir, offensichtlich, aber... Wieso offensichtlich? Warum offensichtlich? Wo ist meins? Die ist vom Schwarzmarkt. Gut. Ja. Offensichtlich, das Haus, ja. Offensichtlich. Stimmt, guter Call. Ja, nein, alles, hat er gewonnen in der Lotterie. Hm? Kappa. Zugeflogen. Willst du auch helle? Nein, danke. Willst du mit Nüssen? Nein, danke. Nein, nee, du willst nicht? Nein, danke. Oder ich habe. Er ist so am Kämpfen. Er ist aber wirklich zu viel. Die zweite Portion, nein, Micky. Wie kann man so sympathisch sein? Na, Bruder. Ladies, reinen Dannys DMs, aber flotti Karotti, sonst bin ich sauer. This is over. Kann man so sympathisch sein. Micky, du musst das für mich mitessen, ne? Ich esse das nicht. Ja, natürlich, Danny. Oder ich bin halt wirklich 10 von 10 voll. Das passiert bei mir selten, aber die zweite Portion war bodenlos. Möchtest du das mit Nuss oder möchtest du mit weißer Schokolade? Ich möchte weiße Schokolade. Es wird ja sonst schmilzen. Ja, ich bin ja auch kein Fan. Oh. Ich bin ja auch kein Fan davon, Sachen wegzuschmeißen. Oh Gott. Für die Umwelt. Schmeckt mir aber nicht.